Bayerische Ermittler haben knapp eine Tonne Kokain sichergestellt und damit nach eigenen Angaben einen großen Fahndungserfolg erzielt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sprach am Mittwoch in München von einem Rekordfund. Die Rauschgiftfahnder konnten zudem eine international agierende Drogenhändlerbande ausheben. Im September 2017 hatten den Angaben zufolge Supermarktmitarbeiter in 10 bayerischen Supermärkten, unter anderem in Rosenheim und Passau, knapp 200 Kilogramm Kokain versteckt in Bananenkisten gefunden und die Polizei alarmiert. Eine Ermittlungsgruppe bestehend aus Mitgliedern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamts München konnte die Spur des Kokains bis nach Südamerika verfolgen, so der Leiter des Rauschgiftdezernats im LKA Bayern, Jörg Beiser. Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen. Die Tätergruppierung gehört dem sogenannten Balkankartell an, die ja in Europa führend sind für diese Drogenmargen und Drogenqualität. Und im Zuge unserer Ermittlungen seit dem September bis jetzt zur Festnahme am 25. April haben wir verhaftet 12 albanische Staatsangehörige. Nach LKA-Angaben wurde das Kokain in Ecuador in 1-Kilo-Paketen in Bananenkisten versteckt und per Frachtschiff über den Ozean nach Hamburg geschippert. Von dort aus wurden die Bananen per LKW in sogenannte Reifereien in ganz Deutschland gebracht, wo sie nachreifen sollten. Die Täter brachen dann in die Hallen ein, um an das versteckte Kokain heranzukommen. Im Herbst 2017 scheiterte offenbar der Einbruch in eine Reifehalle und so gelangte das Kokain in die bayerischen Supermärkte. Mithilfe des Bananenimporteurs konnten die Beamten so über 800 Kilo Kokain sicherstellen.